Auf dem Zahn geklickt. Bis zu mir, nur über die rechte Seite hin. Nur bis zur rechten, bis hier hin und gerade zurück. Nur die Beine, Hände locker machen, wieder bis zum ersten Hütchen. Und zurück. Und rein im Hopserlauf. Noch nicht so hoch. Zwei Stück. Oh.
hier wieder Oberschenkel nach innen drehen, aber einen kleinen Bogen, noch keinen großen. Und einen Rückwärtslauf zurück. Nach außen auch wieder klein. Also es gibt eine, die ist höher, da sind gleich so drei Dinger zwischengeschweißt. Schussbewegung. Rechts und links, einen kleinen Sprung, wieder zwei Schritte, kleiner Sprung, stabilisieren. Jeder wieder an sein Hütchen und dann im Sidesteps, die bei Gelb waren, immer von Gelb zu Gelb, rechts, links, hier drehen 60% zurück und dann das Rote anstellen und das Gleiche nochmal, nur dann von der roten Seite, okay, schieben und dann Sidesteps, jawohl, genau, schieben, Kontakt, und dann von Hütchen zu Hütchen, jawohl, bist du mega gut, kannst du mal ein bisschen 60%, gleich nochmal, jetzt von der anderen Seite, genau, von der anderen Seite schieben bis zu mir. Ja, gut so. Jetzt zurück 70%, bisschen schneller zurück. Ja, die. 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 Ja, die.
super, ihr habt uns gerettet. Ja! Ja.
Jamal, Junge! Wechsel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Richtung Rot ist da runter und Blau in die andere Richtung. Die erste Aktion los auf das, was wir heute Abend mal sehen werden. Das Anlaufen von den Außenstürmen, wir wollen immer von außen nach innen lenken. Heißt, wir haben es jetzt erstmal fiktiv gemacht. Ich werde das Spiel dann Uno an. Heißt, wir uns jetzt. Wir wollen einfach nur das reinbekommen, dass den Ball zurückklatschen, wie wollt, du gehst nach. Du suchst dann hoch, wir lässt hier reinfallen, holst den Ball ab. Also hier in dem Feld sechs Kontakte schaffen, orange. Oder den Ball kurz. Oder die Königslösung ist mit dem ersten Pass zwischen Pfei. Oh, zwischen den Linien. Geh nach und kann direkt abschließen. Da oben blau den Ball, habt ihr sofort die Möglichkeit umzuschalten. Wir können Vivo sehr mit reinnehmen. Wird aus dem 5 gegen 7 direkt ein 7 gegen 7. Entweder die Richtung oder so. Können wir mal zwei Bälle trappen? Oder drei? Nochmal, das ist klar für alle. Nein. Du bist erst ab hier. Es geht eigentlich nur darum, dass wir den Impuls haben, von außen nach innen. Direkt aus. Genau. Hier direkt umschalten, worauf Ballbesitz oder Königslösung auf Kai. Dann geht es wieder neu los. Dann geht es wieder neu los. Ja. Klatscht der immer oder kann er auch auftreten? Er kann auch auftreten. Je nachdem, wie er es positioniert. Er ist die Königslösung. Der Ball direkt am Anfang, dann erst durch seine Kontakte sammeln. Daran denken, wir haben immer eine Abseitsregel hier. Das sind die roten Stangen. Also heißt es auch für euch. Lieber, wenn du von attackiert hast, schnell rauskommt, dass du wieder anspielbar bist. Du teilst dir nicht. Natürlich nicht lieber, wie er abhält, dann bist du raus. Oliver. Erstes Training von Hansi Flick. Ich meine, das Wetter könnte besser sein, der Platz könnte besser sein. Was ist denn eigentlich was sind deine Erwartungen an die neue Zeit? Ja, ich meine, ich weiß ja, was ich in Hansi habe, ne, und was er uns auch geben kann. Neben der hohen Kompetenz, die einfach da ist. Wir wollen natürlich erfolgreich spielen.
Wir wollen auch die Herzen wieder gewinnen. Wir wollen sympathisch auftreten und erfolgreichen, dynamischen, attraktiven Fußball spielen und einfach deutlich machen, dass es auch für die Spieler, für uns alle immer eine Ehre ist, bei der Nationalmannschaft zu sein. Hansi hat heute eine sehr emotionale Vorstellung bei der Mannschaft gehabt. Er hat auch mal erklärt, was er will, also mit Intensität, Schnelligkeit. Ist das das genau das, was man sich jetzt wünschen kann für die nächsten Jahre? Ich meine, du bist auch noch Chef der Akademie. Naja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich klar gewisse Kriterien, die er immer erfüllt haben will. Das eine ist natürlich das, was auf dem Platz passiert, sportlich, in der Art und Weise, wie man spielt, nämlich wirklich agiert, handelt, intensiv mit hohem Tempo und Überzeugung geht. Das andere ist natürlich auch nochmal, was innerhalb des Teams passiert, der Zusammenhalt, die Freude, dass wir wirklich auch lebendig sind, dass wir leidenschaftlich sind. Ich weiß, dass die Jungs immer alles geben für uns, aber auch während der EM kam ja häufig auch wieder die Kritik auf, dass es ein bisschen leidenschaftslos wirkte und das wollen wir halt abstellen. Abschließend, du kennst den Hansi gut, du hast ihn sehr, sehr lange kennengelernt. Was sind denn wirklich seine Stärken? Man hört ja im Hintergrund schon einige von denen. Hansi hat eigentlich, wir sagen, mit die, neben den Fähigkeiten, die er natürlich als Trainer hat, Spiele zu sehen, er ist jemand, der es auf ganz charmante Art schafft, seine Ziele, seine Gedanken umzusetzen und durchzubringen. Die Leute dabei nicht zu vergrauen, sondern für sich zu gewinnen, sie mitzunehmen. Und er hat, wie gesagt, diese verbindende, gute Art, aber auch auf der anderen Seite eine klare, harte Linie von dem, was er sich vorstellt. Ja, abschließend eine Frage, oder? Lässt er dich dann wieder in Zukunft beim Abschlusstraining mittrainieren? Ja, es ist ein Neuanfang. Für mich ist es ein Ende, für den, was auf dem Platz passiert. Er hat zwar vorher noch geschmunzelt. Ich glaube, das wird nur noch ganz wenig passieren. Jetzt haben wir noch Benny Hövedes dabei. Der wird mir den Platz auch noch streitig machen. Also insofern halte ich mich da jetzt erstmal zurück. Alles klar, vielen Dank. Ist da der Abschluss? Neuer Ball rein, sofort 7 gegen 7 in dem Feld. Wir müssen einmal aus, maximal 45 Sekunden pro Torerfolg. Fertig. Also die versetzten Boden. Also da auch wieder die Tiefe halten im Spiel. Da ist bei Orange weiter. Weiter, dann ist offen. Wenn es quasi weißes Feld ist, dann offen. Alles weißes Feld ist offen. Dann wird weißes Feld offen. Okay. Weiter!
okay ist, dann ist die euer Joker. Habt ihr drin? Also, Timo. Okay. Ja, ja, ja. 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 Ja,
Links nochmal! Links weiter! Rechts, rechts in hier, Leon. Komm mal, komm mal! Wieder! Machst du das normalerweise, sammelst du das mal und dann gibt es eine Analyse, wo wir mit dem Erfolgreich Piloten, Lohnung, wie dann halt wieder das Arbeiter. Vom Torwart, an der anderen Seite. Ja. Weißes Feld! Ja, du musst hier wahrscheinlich den Arbeiter. Weite Guten! Ich will wirklich wissen, dass der Witz ist. Okay. Timo, gib vor! Willi 0! Mit Umstand, brauchen wir, brauchen! Timo,
Fuß hoch! Fuß hoch! Weiter, weiter! Oh, rechte Schulter! Ran, ran! Timo, halt ihn! Timo, Belohnung, Belohnung! Ja, wir haben. Lauf kommen. Der kann ja noch den Hacken.
Ja,
Supercup bei Marco. Ja.
meine kleine Oma, pass auf. Ja, David Raum, nochmal Glückwunsch zur Nominierung. Wann und wie hast du denn genau davon erfahren? Das war Donnerstag, einen Tag vor unserem Spiel. Bin in der Früh in die Kabine, hatte dann gesehen, zwei Anrufe in Abwesenheit, da ich in der Kabine nicht am Handy war. Bin dann raus, nachdem ich die kurze Nachricht gelesen hatte, ruf doch mal bitte zurück, Grüße Hansi Flick. War da natürlich schon total begeistert, habe es mir schon ein bisschen denken können. Habe dann zurückgerufen und dann hatte ich ein super Gespräch und habe eben die frohe Botschaft bekommen, dass ich eingeladen werde zur Nationalmannschaft und die Freude war natürlich riesengroß. Wie ist denn jetzt so dein Eindruck nach dem ersten Training? Also A, vielleicht vom Team und auch vom spielerischen Niveau? Ich bin ja gestern angereist, da war mein erster Eindruck natürlich super. Ich wurde hier sehr gut aufgenommen, haben mich alle herzlich willkommen geheißen hier und die erste Trainingseinheit war gut. Die Jungs sind alle cool drauf und ich denke, am Platz versteht man sich dann eh immer. Kannst du schon irgendwelche Spieler davor oder waren das jetzt alles neue Kennenlernen? Ja, ich muss sagen, Flo Wirtz kannte ich natürlich. Ansonsten bin ich froh, dass natürlich auch Schlotterbeck und ein paar von der U21 dabei sind. Die kennt man natürlich, aber man ist natürlich auch froh, alle kennenzulernen. Und ja, sind alles nette Jungs und macht Spaß. Gab es ein Einstandsritual oder bist du da bisher verschont geblieben? Bis jetzt gab es noch nichts. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt, aber mal gucken. Na, ganz kurz noch abschließen, was sind denn so die Erwartungen jetzt für die anstehenden Länderspiele? Hast du so ein Wunschszenario im Kopf? Natürlich, wenn man hier eingeladen ist, will man natürlich Spielzeit haben. Ich natürlich werde alles reinhauen in jedem Training. Ich werde hier das alles genießen. Ich bin das erste Mal dabei. Von dem her werde ich hier probieren, mich ein bisschen gut einzufinden, alle Abläufe auch mitzukriegen, alle Leute kennenzulernen, mich gut ins Team einbringen mit guten Leistungen. Und dann wird man am Ende sehen, wie dieser Ablauf für mich hier sein wird bei der Länderspielreise. Aber ich gebe auf jeden Fall alles auf und neben dem Platz. Super, vielen Dank. Gerne. Jetzt brauchst du keinen Schirm mehr. Wir haben England-Wette für dich organisiert, würde ich sagen. Wie lief die erste Trainingseinheit? Ja, relativ regnerisch, würde ich mal sagen. War gut, hat Spaß gemacht auf jeden Fall, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Schlechtes Wetter, aber ansonsten, glaube ich, sind alle sehr glücklich, wieder hier zu sein. Fühlt sich ein neuer Trainer so ein bisschen an wie ein neuer Lehrer nach den Sommerferien oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, viele hier in der Nationalmannschaft kennen natürlich den Trainer schon. Für viele ist er aber auch neu, deswegen... Klar lernt man sich dann in den ersten Tagen, Wochen auch dann besser kennen.
Aber ich glaube, das geht relativ schnell, weil wir, glaube ich, alle schon ein paar Jahre im Fußballgeschäft dabei sind. Und da lernt man sich auch außerhalb des Trainingsplatzes manchmal gut kennen. Und ich glaube, das geht auch hier relativ schnell. Wie ist denn so der erste Eindruck jetzt vom neuen Trainingsteam und auch von den neuen Spielern, die dabei sind? Ja, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Ich glaube, ja, wir wollen wieder unsere deutschen Leitlinien der letzten 10 Jahre oder auch länger wieder ein bisschen hervorheben, wieder etwas mehr als Team agieren, natürlich auch Spaß am Fußball haben und hoffentlich dann auch erfolgreich sein. Weil es jetzt gerade richtig runterregnet, vielleicht nur noch abschließend ganz kurz die Frage, was steht heute noch an, was macht ihr noch? Wie bitte? Was steht jetzt heute noch an, was macht ihr noch? Sorry. Heute, glaube ich, nicht mehr viel, noch Abendessen, Behandlung, wer will, und ich glaube, das war's. Super, dann viel Spaß dabei. Dankeschön. Wir brauchen mal eine ordentliche Mauer. Können wir die verdrüsten? Wo ist er?